Zugegeben, sie war keine Schönheit mehr, die Bahnhaltestelle in Hönigsberg. Das war den HönigsbergerInnen egal. Sie haben sich intensiv um den Erhalt eingesetzt. Vergeblich. Seit Dezember 2021 ist Schluss mit der wichtigen Verbindung Richtung Mützzuschlag und Bruck. Doch die Hönigsberger Gemeinderäte geben nicht auf und haben neuerlich eine Petition ins Leben gerufen. Diesmal zur Wiedereröffnung der Bahnhaltestelle. Zu wichtig ist die Anbindung für die rund 1700 HönigsbergerInnen. Mit der neuerlichen Unterschriftenaktion wendet man sich nun an den Steirischen Landtag. Mindestens 1400 Unterschriften sind dazu nötig, um auch Gehör zu finden. Wir haben bei der letzten Petition 2025 Unterschriften gehabt und das wäre unser Ziel. Unterschreiben kann man in der Trafik in Hönigsberg und beim Obi Baumarkt sowie online unter Open Petition. Die Schließung der Haltestelle Hönigsberg wird von Seiten der ÖBB mit einem Millioneninvestment argumentiert und dass spätestens mit der Eröffnung der Choralmbahn 2025 der Bahnhof aus eisenbahnrechtlichen Gründen sowieso nicht mehr bedient werden könnte. Stattdessen hat man zusätzliche Busse versprochen. Mit dem neuen Fahrplan, der im Dezember 2022 in Kraft tritt, werden zwar abends weitere Busse dazukommen. Für Pendler und Schüler ist das Angebot dennoch unzureichend. Leider sind die Busse, die versprochen wurden, die uns zugesagt wurden, leider nicht zustande gekommen. Wir haben eigentlich die alte Busverbindung noch immer und die Busse sind eigentlich mit den Verbindungen zum Bahnhof total unattraktiv für die Leute. So können manche Fahrten durchaus zu einer stundenlangen Odyssee werden. In Zeiten, wo für klimaneutrale Mobilität geworben wird, findet der ÖVP-Gemeinderat Manfred Rinhofer alle Aussagen der Verantwortlichen aus der Politik als eine reine Heuchlerei. Was bringt ein Klimaticket, wenn das öffentliche Verkehrsmittel vor der Haustür nicht nutzbar ist, meint Rinhofer beim Pressegespräch. In dasselbe Horn stößt sein Kollege von der SPÖ. Er spart nicht an Kritik in den eigenen Reihen. Wir haben wirklich für die Hönigsberger, für unsere Haltestelle alles probiert. Wir haben geschaut, dass wir unsere Unterschriften an den Landtag, an den Landes-, an den Verkehrslandesrat übergeben. Ja, wir sind eigentlich nicht gehört worden, wir sind da im Stich gelassen worden, so sehe ich das. Aber das heißt noch lange nicht, dass man klein beigibt. Nein, wir geben nicht auf, wir probieren alles. Und das sind wir unseren Hönigsbergern schuldig und auch unseren Kindern. Ja, es hat eigentlich keinen interessiert, ist traurig. Wären wahrscheinlich wohin gewesen, war es besser gewesen. Auch wenn die Chancen gering sind, so einfach lässt man sich in Hönigsberg nicht abspeisen.